Dominik Strohengel stand viel im Mittelpunkt, viel gearbeitet, viel abbekommen. Wie geht's jetzt nach so einer Niederlage? Ja, ich denke, wir haben einen riesen Kampf geleistet. Wir haben Schalke alles abverlangt bis zur 70. Minute, wo dann ein bisschen auch die Kräfte nachgelassen haben. Und ich denke, hier alle, die im Stadion waren, denen hat es einen riesen Spaß gemacht und Spielern auch. Und letztendlich hatten wir nichts zu verlieren. So sind wir ins Spiel gegangen und dass es nicht gereicht hat, ist dann doch nicht so schlimm. Jetzt können wir uns wieder auf die dritte Liga konzentrieren. Einen Ausgleich zu schaffen gegen einen Bundesligisten, dann in die Halbzeit zu gehen, Applaus zu bekommen vom eigenen Trainer, baut man sich dann nochmal auf? Ja, wir sind aus der Halbzeit gekommen und wollten nochmal Vollgas geben, alles versuchen, alles in die Waagschale werfen, weil wir auch wussten, dass Schalke bei den Standards ein bisschen anfällig ist. Das ist uns auch bis zum gewissen Grad gelungen. Dann kam so eine dumme Flanke, die Hövedes reinmacht, ein ganz komisches Tor und dann verliert man eben so ein Spiel gegen Schalke. Fehlt dann einfach noch so ein ganz kleines Tickchen Cleverness in den entscheidenden Situationen? Ja, deswegen spielt Schalke auch in der Champions League und wir in der dritten Liga. Aber viel Glück dafür in der dritten Liga. Dankeschön.